Okay, wir können ja eigentlich gerne schon unmittelbar weiterreden. Also Sie sind ja sozusagen jetzt kurz nach Ihrem Vortrag über die Rebsortengeschichte und Ihre persönliche Geschichte in Portugal und sozusagen der Pionier schlechthin aus Deutschland, aus der Pfalz, der hier die Weinbaukultur auch maßgeblich geprägt hat. Sie haben auch nebenbei noch eine unglaublich beeindruckende Kunstsammlung, die wir ja gestern beim Abendessen auch begutachten konnten. Wo geht's denn noch hin oder was gibt's denn noch zu erobern bei Ihnen oder was habe ich denn ausgelassen? Ich meine, wenn man 80 Jahre ist, blickt man natürlich mehr zurück als nach vorne, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass ich wesentlich mehr in Angriff nehmen kann als das, was ich vorhin angedeutet habe. Ich glaube, dass es einfach notwendig ist, dass Portugal portugiesische Sorten oder Sorten mit portugiesischem Blut hat, die nicht gespritzt werden müssen, die also das Pestizidproblem umgehen. Und da sind wir sehr aktiv. Da haben wir auch endlich nach 20 Jahren das erste Mal wieder eine größere EG-Förderung bekommen. Und das zweite Problem, das für uns sehr treffend ist, ist, also weil wir im Alentejo, also in einer heißen Zone liegen, wie wird sich das Klima entwickeln und was können wir tun, was für Sorten können wir dann verwenden und welche Techniken müssen wir verwenden, um eben guten Wein produzieren zu können. Denn schlechten Wein herzustellen, das hat in dieser Welt keinen Sinn mehr. Die Chance für Portugal ist nur, dass wir eben bessere Weine haben als die anderen und das zu einem vernünftigen Preis anbieten können. Und dazu ist es eben nötig, dass wir jetzt bald rausbekommen, was machen wir falsch, welche Sorten können nicht überleben und welche können überleben. Und da haben wir im Moment sehr interessante Ergebnisse auch schon, wie ich Ihnen vorhin gesagt habe, mit der Carbon-Analyse kann man doch sehr viel feststellen. Aber es ist doch zu früh, darüber zu reden. Weiteres werde ich wahrscheinlich nicht mehr machen können. Okay, was ist es denn in Portugal bezüglich des Trimas so dringend notwendig, damit Rebsortenschutz und Pestiziden und so weiter arbeiten zu müssen? Die haben doch eigentlich vom Klima, sind ja total begnadet. Jetzt auch gerade das Alentejo muss sich doch nicht eigentlich so viel Gedanken um den Rebschutz machen, wie jetzt wir in Deutschland zum Beispiel an der Mosel. Also wir müssen in Portugal im Alentejo 7 bis 8 Mal spritzen. Das ist also auch nicht viel weniger, als was sie an der Mosel spritzen. Und wir haben das gleiche exzessive Problem. Schon ein Problem ist, Oidium zum Beispiel entsteht allein dadurch, wenn die Tagestemperaturen Nacht und Tag um 30 Grad variieren, haben sie automatisch Oidium drum. Und das passiert ja dauernd bei uns. Und es ist also leider so, dass es ein Fehlglaube ist, dass wir um die Spritzmittel herumkommen. Ich weiß, es gibt Winzer, die das behaupten, aber wir können das als Betrieb in einer größeren Dimension nicht bestätigen. Die biologische Weinbau, der im Moment gemacht wird, ist eine Katastrophe meiner Ansicht nach. Die spritzen bis zu 15 Mal mit Kupfer und kriegen dadurch eine Verdickung, eine Kupferkonzentration im Boden, die also so ist, dass nach einigen Jahren die Weinberge gar nicht mehr verwenden können. Also wir müssen tatsächlich auf eine neue Art und Weise über die Genetik drangehen. Wir brauchen Resistenzgene, die gegen das Problem der Oidium- und Mildiu-Erkrankungen uns absichern. Und ich befürchte, wir werden auch in diesem Bereich Faktoren finden müssen, die wir zum Teil eigentlich schon wissen, wo der Weg hinführt, die das höhere Klima akzeptieren. Wenn ich Ihnen sage, dass zum Beispiel der Periquita oder ich weiß nicht, ob Sie die Sorte kennen, das ist ja eine der früher bekanntesten Sorten Portugals, im letzten Jahr bis zu 60% seiner Produktion in einem solchen Hitzeschlag, in einem Sonnenbrand verloren hat, dann werden Sie sehen, dass das, wenn das Klima jetzt noch heißer wird und es noch mehr vorkommt, dass wir diese Kultur gar nicht mehr verwenden können. Also wir müssen aktiv sein. Und was glauben Sie, dass es dann ist aber diese ganze Bio-Klassifizierung ja sowieso dann nicht mehr transparent, weil das geht ja dann mehr in diese ökologische oder biodynamische Entwicklung, wo man dann auch weg von chemischen Hilfsstoffen hin wieder zur natürlichen Rebschutz. Ja, das, was wir wollen. Hinkommen. Ich glaube, dass das genau unser Ziel ist. Wir wollen im Grunde genommen
biologischen Weinbau betreiben, aber ohne, dass wir diese wahnsinnigen Dosen von Kupfer und Schwefel ausbringen müssen. Denn der jetzige biologische Weinbau ist ja etwas gegen die Natur. Die Rebe ist seit dem 19. Jahrhundert von Pathogenen befallen, gegen die sie sich nicht noch einstellen konnte. Und normalerweise dauert es Jahrtausende, bis sich natürliche Resistenzen bilden. In Amerika haben die sich ja gebildet. Die amerikanischen Reben sind gegen Oidium und Mildiu resistent. Aber wir haben das bei den Vitis vinifera noch nicht. Und deswegen müssen wir schauen, wie wir die Gene reinkriegen. Und leider hat die Frau Kühnast, die ja aus politischen Erwägungen sich generell gegen transgene Dinge ausgesprochen hat, das durchsetzen können. Und heute können wir nicht, was das Logische wäre, mit CRISPR einfach die spezifischen Gene ausschneiden und in unsere Rebsorten einbringen. Wir müssen andere Wege gehen, weil das eben verboten ist oder zumindest nicht geduldet wird. Dann ist also der Rebschutz im nachhaltigen Sinne das essentielle Thema der Weinkultur für die Zukunft auch. Und was glauben Sie, was noch zusätzlich eine Herausforderung sein könnte für den Weinbau, zum Beispiel Reglementierungen? Sie haben auch vorhin von Gesetzen gesprochen, dass einfach auch die Politik gefordert ist, Reglementierungen zu schaffen, dass nicht eine Überbürokratisierung stattfindet, dass Prozesse einfacher gemacht werden. Das ist eine sehr schwierige Frage und ich glaube, das ist auch eine kulturelle Frage. Die europäische sind Sie fertig? Nein, weiter. Ja. Es ist wohl so, dass es eine Entwicklungsgeschichte ist. Deutschland hatte die Diktatur mit Hitler verloren und das war in den 45er Jahren. Wir haben dann systematisch demokratischen Aufbau gehabt und haben ja, wie Sie an der 68er Bewegung sehen, durchaus da auch Fehler gemacht. Das ist doch nicht so flüssig gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Und so ist es eben auch in Portugal. Portugal hat nun 25 Jahre später oder 30 Jahre später erst diesen Demokratisierungsprozess wahrgenommen. Ich meine, es wird eine Zeit dauern, aber wird kommen. Ich sagte das ja vorhin schon, die junge Generation, die nicht mehr in dem Geistesgut ihrer Großväter aufgewachsen ist, wird von ganz allein versuchen, mehr den wirtschaftlichen und den ökologischen Sinn in den Dingen zu sehen, als die Verteidigung administrativer Strukturen. Was glauben Sie, ob in den Überseeländern, ob die Nachhaltigkeit genauso eine wichtige Rolle spielen wird, wie jetzt hier in der alten Welt in Europa? Die haben andere Thematik und andere Probleme. In Amerika zum Beispiel ist der Weinkonsum gewaltig gestiegen, aber das sind Weine, die wir also fast gar nicht als Wein betrachten würden, weil sie uns nicht schmecken würden. Ich bin Berater einer der größten Firmen der Welt. Ich will es, weil es öffentlich ist, nicht den Namen nennen, aber wir sind zusammen dabei im Moment, Rebsorten zu entwickeln, die 40 Tonnen pro Hektar bringen, also das Doppelte, was wir schon hier als unanständig empfinden. Und ich muss sagen, sie haben eine Weißweinsorte, die mir sehr gut gefällt, die bei diesem riesigen Ertrag trotzdem noch vernünftige Qualität bringt. Und ich meine, die werden uns natürlich auf den Weltmärkten dann überlegen sein. Und ich bin sicher, dass die, das haben wir noch nicht drüber gesprochen, längst auch transgene Pflanzen haben. Und wenn das sich ändert im Bewusstsein der Bevölkerung, was mit Sicherheit kommt, werden die ihre Antwort haben. Ich glaube, dass die neue Weinwelt viel, viel dynamischer und viel, viel flexibler hinsichtlich der gesetzlichen Vorschriften vorgeht, als wir hier das in Europa tun, die wir ja doch sehr schwerfällig sind. Aber eigentlich ist der Trend ja ein ganz anderer. Es geht ja um Ertragsreduzierung und um Qualitätssteigerung und nicht um... Nicht in Amerika. Okay. In Amerika dreht sich um Profit. Profit, Profit, Profit. Ja. Das ist alles. Und man kann das auch verbinden, wie ich gerade gesagt habe. Also diese Weißweinsorte, die da gesehen, das hat mich überrascht. Die ist sicherlich besser als 60% aller Weißweine, die wir hier mit kleinem Ertrag haben. Also ist eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte? Die ist noch nicht pilzwiderstandsfähig. Aber das werden dann Gene sein, die sie zusätzlich einbringen. Im Moment dreht sich in Amerika und ich glaube in Australien ähnlich darum, Geld zu verdienen. Mhm.
Und das haben wir hier in Europa nicht. Wir haben zu viel Ideologie dahinter. Ja, oder wie gut auch, oder dass das so ist. Also ja, es ist auch ganz gut. Ich gebe es Ihnen recht. Meine Dorina, haben Sie ja vielleicht mitbekommen, wir haben einen Durchschnittsertrag, der liegt knapp über 4.000 Liter pro Hektar. Das ist also ein Zehntel von dem, was sich unsere Freunde jetzt vorstellen ja. in Amerika. Ja, ja. Also Sie sind ja auch gebürtig aus der Pfalz, gell? Sie sind ich ja bin auch Pfälzer, ja. Pfälzer, ja. Und was haben Sie denn noch für eine Beziehung in die Pfalz? Wo ist denn da noch so ein Draht vorhanden? Das ist fast etwas makaber. Das Einzige, was ich dort noch habe, ist die Familiengruft. Meine Mutter ist gestorben, mein Sohn lebt in München. Und ich habe eigentlich, außer ein paar alte Freunde, habe ich da keine Verbindung mehr hin und habe das, ich bin nun auch schon 40 Jahre hier, es ist immer weniger geworden. Okay. Ich war schon lange nicht mehr dort. Fehlt Ihnen die Pfalz ein bisschen, der Saumagen vielleicht oder die Knödel? Das war noch bis vor, sagen wir mal, bis vor 5 Jahren war das schon der Fall. Ich hatte ja noch mal vor 6, 7 Jahren mir ein Haus sogar in der Pfalz gekauft. Aber ich habe dann festgestellt, dass eben die Verbindungen, die ich in Erinnerung hatte, das war ja vor 30 Jahren damals, ganz andere sich wieder darstellen von heute. Die Leute sind sehr alt geworden, das damals junge, lebendige Freunde waren. Die Frauen sind sehr alt und hässlich geworden. Es war also eigentlich kein Integrationspunkt mehr da und ich habe das dann auch verkauft und habe mich eigentlich jetzt dann ganz nach Portugal umgesiedelt. Würden Sie, also ich bin ja auch ein großer Portugal-Fan, ich empfinde Portugal als das, naja, sagen wir es mal so, von der Qualität, Lebensqualität gibt es für mich kein Land, das begnadeter ist als Portugal. Sowohl vom Essen, vom Trinken, von der Sonne, von dem vielfältigen Klima und vor allem ganz besonders von den Menschen, die so in sich gekehrt sind, eher ruhig, ganz das Gegenteil von den Spaniern, die ja so impulsiv sind. Portugiesen sind so eher so demütig. Dieser Fado repräsentiert ja auch genau diese Charakteristik der Menschen und der Kultur hier. Würden Sie mir das so ein bisschen bestätigen? Nein, es hat ja einen Grund, warum ich hierher gegangen bin. Und das war genau das, was Sie jetzt gesagt haben. Toll, das gefällt mir. Sie sind auch ein bisschen in Berlin, in der Kunstszene. Kommen wir nochmal ganz kurz auf Berlin zum Schluss zu sprechen. Sie sind ein bisschen in der Kunstszene. Was heißt ein bisschen? Ich war gestern schwer beeindruckt, was da alles steht vom Immendorf. Boys und die wirklich die ganz großen deutschen Gegenwartskünstler sind bei Ihnen in der Galerie vertreten. Das sind Ihre eigenen Kunstwerke. Sie haben einen ganz guten Draht nach Berlin. Haben Sie da mal kurz noch Lust, 2 Sätze darüber zu verlieren? Ich habe in Berlin studiert. Meine erste echte Liebe in Berlin mit einem wunderschönen Mädchen erfahren und habe sehr schöne Erinnerungen eigentlich an Berlin. Ich habe dann später, als ich schon im Unternehmen war, in Berlin bin ich gereist und habe dort mit Menwagin eine Galerie in Deidesheim aufgemacht, wo wir große Ausstellungen gemacht haben mit Friedensreich, Hundertwasser. Wir haben Fritz Köthe und ganz viele andere Künstler aus Berlin in der Pfalz ausgestellt. Ich habe das dann später allerdings umgewandelt in Kunstverein, wo ich dann Vorstand wurde, was ich ja vorhin schon erzählt habe. Aber ich habe die Beziehung zu Menwagin bis vielleicht vor 10, 15 Jahren immer aufrechterhalten. Jetzt sind wir beide etwas zu alt geworden und haben uns aus den Augen verloren. Ich habe auch gar nicht das Geld als alter Mann, um nochmal diese Bilder zu kaufen. Die Generation, die ich damals gekauft habe, ist heute viel zu teuer geworden. Richtig. Darf ich Ihnen noch mal eine politische Frage stellen? Weil momentan habe ich das Gefühl, dass die Welt ein bisschen so eine Infektion in sich, ein Virus eingefangen hat. All die wichtigen Werte, die wir uns die letzten Jahrzehnte erarbeitet haben, wie diese sozialen Werte, Toleranz, Integration und Globalisierung, Öffnung der Grenzen, ist in den letzten Monaten in eine so entgegengesetzte Richtung katapultiert worden, die fast beängstlich ist. Wie sehen Sie das denn? Ich sehe das einfach durch diese für uns unverständliche, aber trotzdem großartige Entwicklung,
die China wirtschaftlich genommen hat, die ja inzwischen auch auf die einfache Bevölkerung durchschlägt und ein ganz riesiges Volk von über 1 Milliarde Leute, also mehr als wir im Westen repräsentieren, einen Druck ausübt auf Länder wie Amerika und so fort, dass die sich überleben müssen, wo ihnen die Haut bleibt. Amerika importiert 4x so viel von China, wie es exportiert. Und es haben sich die Verhältnisse auf der ganzen Welt so verändert, dass eben Reaktionen geschehen, die man nicht verstehen kann und die zuwiderlaufen zu dem, was vorher ist. Die Lösung dazu weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass sich das irgendwie dann mal wieder lösen wird, denn Toleranz und kann immer das Element unserer Gesellschaft bleiben. Und es ist menschenverachtend, wenn man also Grenzen und Mauern in dieser Form zieht und glaubt, ziehen zu müssen, wie das im Moment der Fall ist. Ich glaube nicht, dass dieser Rückfall weiter passiert. Aber wir sehen ja auf der anderen Seite, und das haben Sie vielleicht nicht dargestellt jetzt, welche Unmenschlichkeit auf anderer Seite in den letzten Jahren passiert ist im Osten von uns, in der arabischen Welt, die ja für uns unvorstellbar sind mit dem IS und anderen Bewegungen. Die Welt ist immer in Bewegung und wir müssen hoffen und beten und auch dafür kämpfen, dass wir hier bei uns eine Politik der Mitte machen können und nicht unsere Wirtschaftlichkeit verlieren, das ist ganz wichtig, aber eben die Grenzen der Menschlichkeit, der Toleranz und so weiter eben auch aufrechterhalten. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Wir haben jetzt gerade einen Frosch im Hals. Insofern sollten wir mal ein Glas Wein zusammen trinken. Ja, ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg in Portugal, dass Ihre Ziele und alles, was Sie sich so wünschen, auch in Erfüllung gehen und dass Sie noch lange uns erhalten bleiben. Vielen, vielen Dank.